Ich bin Christiane Herde. Mein Name ist Regina Krause. Ich heiße Monne Kühn. Wir sind Lesben. Wir wollen nicht nur versteckt, isoliert leben. Wir wollen raus. Und es hat einen wahnsinnig Spaß gemacht. Also es war auch sehr viel Erotik bei, ganz logisch. Die Frauen sind reihenweise ja miteinander ins Bett gegangen. Eigentlich war es die alltägliche Gewalt. Es war also absolut ungewöhnlich, dass Frauen in Gruppen und schon gar nicht Lesben und schon gar Lesben in Gruppen auf der Straße waren. Wir sind die homosexuellen Frauen. LAZ ist lesbisches Aktionszentrum. Das war dann auch deutlich, dass wir uns dann in der Namensgebung auch deutlicher positioniert haben, während HAW war ja noch homosexuelle Aktion und damals nannten wir uns ja auch die schwulen Frauen in Anlehnung zu dem diskriminierenden Begriff damals für die schwulen Männer, hatten wir uns solidarisch dann auch schwule Frauen genannt und das hat sich aber dann mit der Zeit doch so entwickelt, dass es auch für uns nicht gestimmt hat. Der Begriff schwul war doch nach wie vor auf Männer bezogen. Und wir haben dann mehr und mehr den Begriff der Lesbe gewählt. 1975 ist erstmal rausgekommen, die Lesbenpresse, die wir auch selber als Verlag und als Vertrieb ausgeliefert haben. Dieses Regal hier ist eine längere Geschichte. Ich habe sowohl in der Lesbenpresse mitgemacht, als auch 1976 den Frauenvertrieb der Part mit meiner Freundin gegründet, der nachher Frauenbuchvertrieb hieß. Und von 76 bis 85 existierte und zwar mit meinem eigenen Geld gegründet und auch mit großen Schulden wieder rausgegangen. Wir haben immer darauf geachtet, einerseits, dass es uns gut geht und dass wir uns motivieren und zum anderen, dass es uns aber auch körperlich gut geht, indem wir also Sport getrieben haben. Es gab aufgrund der zunehmenden Gewalt gegen Lesben und Frauen, gab es Frauen, die in Taekwondo-Gruppen gegangen sind, zunächst gemischte Gruppen. Und dann haben wir, als wir an die 200 Frauen hatten, die mitmachen wollten, haben wir bzw. einige Frauen von uns Karategruppen im LAZ gegründet. Eine berühmte Trainerin, Martha, die den schwarzen Gurt in Karate hatte, hat mit den Frauen trainiert. Und aus diesen Gruppen heraus ist dann der Frauen-Selbstverteidigungsverein entstanden, der also bis weit ins 2000 hinein noch Bestand hatte. Diese ganze Reihe hier außenrum sind die Selbstverlage, davon gab es Massen, teilweise auch Einzelbücher von Frauen, die alles selber und mit der Unterstützung von uns natürlich im Frauenbuchvertrieb hergestellt haben, geschrieben haben. Wir haben anfänglich die komplette Werbung übernommen, die Buchmesse in Frankfurt, die gesamte Berliner Buchszene sozusagen beliefert, informiert und Werbung gemacht. Ab 1973 hatten wir unglaublich viele Aktionen organisiert und haben also sehr viel gleichzeitig auch gemacht. Das waren 1. Mai-Demo, dann mit den schwulen Männern zusammen, dann Kiss-In und Itzehoe-Aktion und dann auch zwei Filme, bei denen wir mitgemacht haben. Und das war sehr konzentriert über einige Jahre und so etwa 75 war ein Zeitraum, da waren wir sehr stark nach außen gegangen. Wir haben das Wort Lesbe gewählt für uns und wollten das sozusagen kundtun, der ganzen Republik, der ganzen Welt. Wir hatten überall Kontakte und für uns war die Schrift was ganz Wichtiges, unsere Sachen zu publizieren, zu sagen, was wir von uns denken, dass nicht jemand anderes das in die Hand nimmt und für uns quasi wieder erledigt. Wir haben aber auch gerne gefeiert und haben gerne auch uns politisch mit Musik motiviert. Und eine ganz wichtige Gruppe war für uns, sie waren für uns die Flying Lesbians. Die Flying Lesbians haben sich 1974 gegründet, erst unter einem anderen Namen, egal. Wir haben mit den Flying Lesbians die erste Frauen-Rockfete in Deutschland organisiert, in der TU-Mensa, Technische Universität Berlin damals. Und das war eine Fete für alle Frauen und dann haben wir Lesben von der HAW uns entschlossen, wir machen noch mal eine eigene Riesenfete für Lesben ausschließlich. Zum Itzehoe-Prozess, das war ja dieser Mordfall, wo zwei Frauen, die eine lesbische Beziehung hatten, eben einen Mörder bezahlt haben, um den gewalttätigen Ehemann der einen Frau umzubringen. Und dadurch kamen wir erstmal ganz negativ in die Schlagzeilen. Und da wurde ja wochenlang von der Bild-Zeitung nur berichtet, also wie übel und kriminell Lesben sind. Also die Verbrechen der lesbischen Frauen hieß die Serie, die über mehrere Wochen lief.
Und im Anschluss daran bestand aber ein Medieninteresse an uns. Und das war wiederum dann das Positive. Ein anderer Aspekt war, dass in den Sommerferien die Frauen, die Lesben, sehr gerne in Camps gefahren sind. Das berühmteste Camp ist Femö. Wir sehen hier die Abbildung von Femö, wo man in der Mitte des Sommers 2 Wochen ausschließlich für Lesben organisiert hat. Und das ist von uns gerne wahrgenommen worden. Auch eine Institution, die bis heute noch existiert, und bis heute gibt es noch die letzten Wochen in Femö. Und es hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Also es war auch sehr viel Erotik bei, ganz logisch. Dann sind die Frauen sind reihenweise miteinander ins Bett gegangen. Und es war auch sehr schön so. Aber es war auch sehr großer Aktionismus im politischen Sinne von einer Art Befreiung. Gerade als Lesben, also das war ja ein absolutes Tabuthema. Und deshalb denke ich, in Deutschland war das schon sehr, sehr konservativ zu der Zeit. Eigentlich war es die alltägliche Gewalt. Es war also absolut ungewöhnlich, dass Frauen in Gruppen und schon gar nicht Lesben und schon gar Lesben in Gruppen auf der Straße waren. Zum Beispiel, wenn wir uns getroffen haben in irgendwelchen Lokalen und dann als Gruppe zusammen nach Hause gegangen sind, sind wir teilweise angepöbelt oder verfolgt worden. Wir waren damals super chaotisch auf eine Art, und zwar insoweit, dass es sehr viele Gruppen gab, an die 20. Wir haben ganz viele Initiativen und Events gemacht. Und inzwischen ist es eher so, dass die Lesben eben wieder in den Begriffen wie queer zu finden sind, LSBTI zu finden sind und da eben dann nicht mehr so sichtbar sind. Und wir wollen ja jetzt auch noch mal wieder darauf hinwirken, dass da wieder eine größere Sichtbarkeit zustande kommt, auch mit der Ausstellung, dass wir zumindest darüber in die Diskussion kommen, wie soll es weitergehen. Und wir, die Macherinnen von der Ausstellung, wir haben schon eine klare Linie, dass wir ganz klar sagen, die Lesben müssen wieder deutlicher gesehen werden und auch ihre Räume wieder haben und auch ihre Forderungen wieder stellen. Wir sind die homosexuellen Frauen.